Hi Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen zur Prüfungsvorbereitung Metall. Ich will euch in dem heutigen Video zeigen, wie ihr einen Schneidstoff auswählen könnt. Und zwar ist die Aufgabe, wähle einen Schneidstoff für das Bearbeiten von Stahl. Der Schneidstoff soll verschleißfest sein und eine gute Zähigkeit besitzen. Wir gehen ins Tabellenbuch und zwar auf die Seite 305. Ich habe die 46. Auflage. Ihr könnt auch im Inhaltsverzeichnis nach Schneidstoffen suchen. So findet ihr es auch bei euch im Tabellenbuch, denn es gibt jetzt schon neuere Auflagen. Dann sehen wir hier die Schneidstoffe für die spannende Fertigung. Wir sind jetzt bei den Schneidstoffen. Hier sehen wir die verschiedenen Kennbuchstaben. Wir haben zum Beispiel den Stahl, das wäre P für nicht rostende Stähle, wäre das M für Gusseisen, K für Nicht-Eisenmetalle, N. Und dann gibt es noch Speziallegierungen wie Titan, das zum Beispiel sehr oft in Medizintechnik verwendet wird. Das wäre der Kennbuchstabe S, braun. Oder man hat auch hier sehr harte Werkstoffe, zum Beispiel gehärtete Stähle oder gehärtete Gusseisenwerkstoffe. Ihr findet diese ganzen Bezeichnungen wie P zum Beispiel immer ganz hinten in der Wendeschneidplattenbezeichnung. Da steht zum Beispiel dran P10. Und hier sehen wir noch die verschiedenen Schneidstoffeigenschaften. Hier hätten wir die Verschleißfestigkeit und die Zähigkeit. Und mit der Fallrichtung haben wir eine Zunahme. Das bedeutet, in die Richtung haben wir eine Zunahme der Verschleißfestigkeit. Das bedeutet, das hier ist sehr verschleißfest und das hier ist nicht so oder weniger verschleißfest. Und hier hätten wir eine Zunahme der Zähigkeit hier ganz unten. Das wäre sehr zäh und hier oben wäre es nicht so zäh. Das bedeutet, wir haben immer eine Zunahme mit der Fallrichtung. Hier wäre es dasselbe für die möglichen Schnittwerte, wie zum Beispiel für die Schnittgeschwindigkeit. Hier hätten wir eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit, mit der wir fahren können. Hier hätten wir eine geringe Schnittgeschwindigkeit und genauso mit dem Vorschub. Hier können wir nur ganz geringe Vorschübe fahren. Und mit dem hier können wir dann sehr große Vorschübe fahren. Zum Beispiel der P01 wäre ein sehr verschleißfester Schneidstoff, aber mit einer sehr geringen Zähigkeit. Mit dem wäre es möglich, sehr hohe Schnittgeschwindigkeit zu fahren, aber sehr geringe Vorschübe. Und zum Beispiel mit dem P50 hätten wir einen Schneidstoff, der nicht so hart ist, der nicht sehr verschleißfest ist. Das bedeutet, der hat eine geringere Standzeit, aber dafür eine hohe Zähigkeit. Die Schnittgeschwindigkeiten, die mit dem möglich sind, sind sehr gering, aber mit dem können auch sehr hohe Vorschübe gefahren werden. Und so ist es eigentlich mit allen Werten der Tabelle. So können wir unsere verschiedenen Anwendungsgruppen rausfinden. Ein Stahl, der sehr oft verwendet wird, ist zum Beispiel der P10 bis zu P20, würde ich sagen, einfach weil er eine sehr gute Verschleißfestigkeit hat, aber auch eine gute Zähigkeit und mit dem auch hohe Schnittgeschwindigkeiten und normale Vorschübe gefahren werden können. Das wäre ein mittelmäßiger Schneidstoff, der aber auch sehr verschleißfest ist. Und zum Beispiel ein P35 wäre ein mittlerer Schneidstoff, der aber eine sehr hohe Zähigkeit hat und sehr hohe Vorschübe. Und so könnt ihr für jeden Werkstoff, den ihr bearbeiten müsst, einen passenden Schneidstoff rausfinden. Um unsere obere Frage zu beantworten, würde ich einen Schneidstoff nehmen, der zum Beispiel hier P20 oder P25 ist. So sind wir eigentlich ziemlich in der Mitte. Wir haben einen verschleißfesten Stahl, aber auch einen mit einer hohen, also mit einer mittleren Zähigkeit, würde ich sagen. Und da liegen wir eigentlich mit jedem Wert in der Mitte. Das wäre eigentlich ein ziemlich universaler Schneidstoff. Und hier findet ihr die restlichen Beispiele, die restlichen Schneidstoffe für jeden Werkstoff, den ihr benötigt. Zum Beispiel für Nicht-Eisenmetalle, Aluminium und andere Nicht-Eisenmetalle wie Kupfer und Kupferlegierungen wäre es hier N. Und dann gibt es zum Beispiel hier noch sehr harte Werkstoffe. Auch in vielen Firmen wird jetzt das Hartdrehen verwendet. Da werden euch auch Wendeschneidplatten begegnen mit zum Beispiel einem Schneidstoff H. Wie wir sehen können, haben die eine sehr hohe Härte, aber eine geringe Zähigkeit. Denn dieser Werkstoff ist sehr hart und dafür braucht man einen Schneidstoff, der härter ist als zum Beispiel gehärteter Stahl. Aber bei jedem Schlag zum Beispiel auf die Wendeschneidplatte kann diese brechen, weil dieser eine geringe Zähigkeit aufweist. Und mit dem können auch nur sehr geringe Vorschübe gefahren werden. Das wäre jetzt ein kleiner Einblick in die Schneidstoffe. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit dem Video helfen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und aktiviert die Glocke, denn so verpasst ihr keine neuen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.